ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run Map, und zwar Death Run 150 Level Red and Blue. Es wird wieder angepriesen, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, ob es welche gibt, wenn ja, wie hoch sie sind, wann es welche gibt, ob es sich rentiert, die Map mehrfach zu spielen. Wir werden uns anschauen, wie farmfroh die Map ist, ob sie ja einheitlich in einer Farbe oder in zwei Farben gestaltet ist, ob sie bunt ist oder tatsächlich, ob es ja so eine Map ist, wo man mal im Wald ist, mal in der Stadt und. Wir werden uns anschauen, ob die Map einfach, mittel oder schwer ist. Zum Farmfrohen kann ich sagen, ja, nee, rot und blau, alles klar. ja, XP sieht man hier gerade nicht irgendwie angegeben, dass es welche gibt. Das ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, Spiel starten. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung, seht ihr aber auch gerade oben im Bildschirm, wenn es losgeht, genau jetzt. Und wir kriegen fürs Rennen XP, das hatten wir jetzt schon öfters mal. Das heißt also, beim Rennen ernten wir die XP und nicht beim Checkpoint einsammeln. Okay, akzeptiere ich. Ja, Mapcode in der Videobeschreibung oder oben am Bildschirmrand. Sprinten ist tatsächlich aktiv und sowas mag ich überhaupt nicht. Oh Mann. Die Map fängt echt gut an. Naja, wir haben es geschafft. Farmfroh ist sie nicht wirklich. Ist ein bisschen schade, aber gut. Kann man nicht ändern. Wie heißt ja Red and Blue. Und ja, aber das mit den XP beim Rennen, das ist echt ein geiles Feature. Das hatten wir jetzt sehr, sehr oft schon auf Maps. Und hier gibt es, ja, pro Schritt kann man sagen, 6 EP. Nein, ich wollte tricksen, schade. Aber so kann ich tricksen. Nein, kann ich auch nicht. Geil. Okay. Nein. Kann ich bauen? Nein, darf ich nicht. Schade. Das hat er nicht disabled. Ja, jetzt stelle ich mir nur eine ganz dumme Frage. Wie soll ich da rumkommen, wenn ich zu doof bin? Was? Was? Oh wow, der Gleiter ist aktiv. Das muss man mir doch mal sagen. Oh. Also die Map ist bis jetzt recht einfach. Der hat den Gleiter nicht ausgeschaltet. Den kann man jedes Mal beim Springen aktivieren. Ist
das so gewollt? Lieber Map-Entwickler, wenn du das Video siehst, sag mir mal bitte, ob das gewollt ist oder nicht. Weil das ist creepy. Und ich mache diese Frage mit Absicht, denn es gibt viele Map-Creator, die tatsächlich meine Videos schauen. Ist ja gratis Werbung für die Maps, ne? Also, ja. Aber ich habe noch keine... Jetzt lass mich doch mal darüber! Ich habe noch keine 2000 EP gesammelt, tatsächlich. Denn theoretisch nach 2000 EP sieht man dann die Leiste, wie es dem Season Pass gut geschrieben wird. Und die habe ich noch nicht bekommen. Ja, das ist ja auch so ein Spaß hier. Ja, das war vorhersehbar. Was war das bitte schön? Okay, das hier ist recht einfach. Nice, nice. Und oben ist nix, okay. Okay, diese Pfeile von unten tatsächlich, die kommen öfters vor. Da muss ich sagen, das gefällt mir nicht so. Das hier ist gefühlt auch in jeder Jump'n'Run-Map drinne. So sollte man es nicht machen. Merkt es euch bitte, Kinder. Und so sollte man es auch nicht machen. Oh Mann, Alter. Warum springe ich zu spät ab? Ja, warte mal. Das hier ist gerade ein bisschen gemein. Aber das, die Map kommt mir... Ich weiß, die Map habe ich noch nicht gespielt. Weil ich überprüfe das immer, wenn ich eine Map spiele, ob die noch auf der Festplatte vorhanden ist oder nicht. Und ich hebe die Maps auf, bis eine neue Season beginnt. Diese Map habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Aber die kommt mir 1:1 vor wie eine andere Map, die ich schon einmal gespielt habe. Als ob man die 1:1 kopiert hat und einfach nur den Namen geändert. Sowas hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal tatsächlich. Dass es da einfach nur billige Kopien von Maps gab. Nun ja. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben trotzdem unseren Spaß hier und werden spielen. Wir sind jetzt bei Level 66 von... Oh Gott, 200? Ja, von 200 müsste das sein. Ich habe noch keine 2000 EP einkassiert. Okay, das hatten wir doch gerade schon mal. Okay, mal ganz ehrlich, wenn man eine Map kopiert, man sollte sie nicht 1:1 kopieren, weil die Falle hatten wir doch gerade eben schon einmal. Warum lässt man sich da hier nichts anderes einfallen? Aber, naja, solange keine Deckenfallen dabei sind, ist alles gut. Deckenfallen müssen nicht unbedingt dabei sein, denn... ich mag keine Deckenfallen. Aber das kommt mir halt alles sehr bekannt vor. Als ob wir das wirklich schon gespielt haben. Da habe ich jetzt endlich mal... noch das Level up. Ey, die Map kommt mir 1:1 bekannt vor. Das ist so eine Map hatten wir schon mal. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ich die noch nie hatte. Das
kommt mir alles so vertraut vor. Und nein, diesen Mapcode kenne ich tatsächlich noch nicht. Habe ich ja gerade eben schon erklärt. Ich habe alle Maps, die ich bis jetzt gespielt habe, noch auf meiner Festplatte. Und da überprüfe ich immer alles nach, ob ich die Maps schon kenne. Denn wenn ja, wird die nicht nochmal gespielt. Weil lohnt sich ja nicht. Ja, hier, das hatten wir auch schon mal. Wir sind bei Level 83. Und es haben sich jetzt schon die ein oder andere Falle tatsächlich wiederholt. Das ist langweilig. Das ist einfach pure Langeweile. Warum macht man sowas? Wenn man eine Map kopiert, macht doch das, was sich wiederholt, nicht eins zu eins nach. Das ist doch dann langweilig. Ja, und an diese Kreise erinnere ich mich auch. Also, so eine ähnliche Map hatten wir tatsächlich schon einmal. Aber gut, die Hälfte haben wir jetzt hinter uns. Ja, Fazit. Map ist einfach. XP, ja gut, dadurch, dass man die fürs Laufen bekommt, die sind nicht so hoch. Es ist annehmbar, also akzeptabel. Leveltechnisch, dass sich hier viele Level wiederholen, ist einfach nur Langeweile pur. Das hätte man besser machen können. Man hätte die hier auch mehr Farben einbauen können. Vor allem, die Map heißt Red und Blue. Da schwarz, da schwarz, da schwarz. Warum? Egal. Nein, aber leveltechnisch, es wiederholen sich sehr viele Level, das ist langweilig. Alter, willst du mich verarschen? Die sind halt direkt auf Fallenhöhe gebaut. Und die hier sind aber wieder höher gesetzt. Warum macht man sowas? Naja. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich fürs Schaffen des Deathruns noch mal ein paar Bonus-XP gibt. Ja. Dann würden sich die Tode hier wenigstens auch rendieren. Und ansonsten, boah, man kommt schnell und zügig voran. Aber ich würde die Map tatsächlich kein zweites Mal spielen, weil sie in meinen Augen ist die einfach nur eine billige Kopie von einer anderen Map, die ich schon längst kenne. Und warum sollte ich die dann ein zweites Mal spielen? So. Aha. Das hat man auch schon in so vielen Maps. Verstehe ich auch nicht, warum man das macht. Wir sind bei 129 und haben oben aber 258. Wir kriegen pro Checkpoint dort oben irgendwie immer zwei, keine Ahnung was, Punkte gut geschrieben. Das muss man auch nicht verstehen. Irgendwie, das ist weird. Ja, was das hier soll, weiß ich auch nicht so ganz. Aber gut, das war ein bisschen buggy, das nutzt man natürlich aus. Eik, der böse Buggy, so.
Nein. Pfeilen reagieren ja nicht immer ordnungsgemäß, wenn da was drauf ist oder davor steht. Dann reagieren die ja gerne mal nicht so, wie sie eigentlich sollen. Und deswegen sage ich mir, ich nutze das einfach mal aus. Oh Gott. Ey, wie soll ich die Kette hier schaffen, bitteschön? Wie? Hey, das schafft man doch gar nicht! Why? Machen wir es halt so. Ach komm, nein! Warum? Alter, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Ich glaube, daran liegt's. Ich wusste es! Ich trinke einen Schluck Kaffee und ich schaffe das! Ich muss aufpassen, dass mein Nachbar nie gemacht wird. Es ist gerade 4.30 Uhr in der Früh, wo ich aufnehme. Und der ist gerne mal so drauf, dass er sich beschwert, wenn ich zu laut bin. Oh, come on! Wobei, der müsste eigentlich auch schon was sein. Nicht, dass ich das weiß, aber der verlässt immer um 6 das Haus. Und wenn der jetzt noch pennt, dann will ich auch nicht. Dann startet er den Tag ganz ohne Kaffee. Das ist langweilig. So. Haben wir geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Wie viele Tode habe ich mittlerweile auf der Map? 28! Alter, bin ich schlecht in der Map. Also wie viele Tode habe ich ja sonst nur auf einer 500 bis 700 Death Run Map. Hey, wir haben es geschafft. GG, wir sind durch. Es gab keine extra XP für das geschaffte Level 150 plus, okay. Ja, gibt es irgendwas Verstecktes? Nein, schade. Okay, was kann ich zur Map sagen? Ich spiele sie kein zweites Mal, weil es in meinen Augen nur eine Kopie von einer anderen Map ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier die Kopie ist oder die andere Map, die ich schon mal gespielt habe. Kann ja sein, dass diese hier schon länger existiert, obwohl ich die eigentlich in den Auswahlkriterien für Deathrun Maps erst jetzt gefunden habe. Was kann ich sonst noch sagen? XP technisch, ich verdiene jetzt noch XP fürs Rumrennen und Quatschen, das ist irgendwie geil. Aber es ist sehr, sehr wenig tatsächlich. Für 150 Level, ich habe gefühlt 5000 EP geerntet. Das ist zu wenig für eine 150 Level Map. Aber gut, wenn man sie kopiert, ist es ja kein Wunder, dass man dann die Bonus XP nicht mit dazu nimmt und alles. Na gut, was kann ich noch sagen? Ja, abwechslungsreich, nein, ist nicht. Die Level wiederholen sich gefühlt. Gefühlt wiederholt sich jedes 10., 20. Level. Das ist langweilig tatsächlich. Ja, Schwierigkeitsgrad einfach, auch wenn ich viele Sprünge vermasselt habe zum Anfang. Kappa, aber ja gut. Wenn ihr die Map selber spielen wollt, Mapcode in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ihr könnt mir gerne Mapcodes schicken. Schreibt es mir als Kommentar unter das Video. Entweder eure eigenen Maps oder random Maps, die ich noch nicht kenne.
Lasst gerne einen Daumen nach oben da, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop,